herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Videotagebuch, der Weg bis zum Traumgarten. Ja Leute, heute gehen wir mal wieder in den Teich, ein bisschen gucken, was hier abgeht. Und zwar ein bisschen rausfischen natürlich. Umso öfter man das macht, umso cleaner bleibt er natürlich auch und umso einfacher ist es jedes Mal. Und das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Oh, ihr sehen könnt, die Seerose geht hier schon ordentlich ab. Ich habe die vor 3 Tagen oder so da reingetan. Das erste Blatt ist schon oben. Das ist doch mal was Erfreuliches. Das heißt, eigentlich können wir den da jetzt auch mal rausholen. Es sind sogar 2 neue Blätter schon gekommen. Ich bin noch mal gespannt, wann die ersten Teichmulche kommen. Ob die überhaupt hier von alleine hinkommen. Frösche waren irgendwie dieses Jahr gar nicht da. Aber das kann auch daran liegen, dass ich genau zu der Lachzeit einmal den Teich hier, weil ich hatte den ja zu Anfang noch gar nicht so ganz voll, einmal noch ein bisschen leerer gemacht habe und Wasser rausgepumpt habe wieder und dann wieder reingetan habe. Vielleicht habe ich dadurch die Lachen getötet, die Eier der Frösche meine ich. Das ist auch irgendwie ein Pflanzengewächs, was hier auch gut abgeht. Ja, Freunde. Die Wucht, dieses Gewächs wuchert auch. Ich muss auch nochmal nachschauen, was das, wie dieses Gewächs hier heißt. Die wuchern hier, die verfangen sich anscheinend irgendwie immer nur in den anderen Pflanzen. Und es sieht irgendwie so aus, als wären das so kleine Tannenbäume unterm Wasser, ne? So ungefähr. Also jetzt nehmen wir erstmal hier die Seerose raus. Die geht hier echt gut ab. Mal gucken, ob die auch schon so Wurzeln geschlagen hat. Die aus unten rauskommen. Ja, tatsächlich, da kommt schon was raus. So. Und rein unter Wasser. Vorsichtig. Zack. Und zubuddeln. Sehr gut. Weil da hatte mich auch mal einer in den Kommentaren gefragt, warum ich die nicht da rausgeholt habe. Ich wollte dann an für sich erstmal nur schauen, ob das auch ein schöner Standort für die ist, aber da gefällt sie mir eigentlich ganz gut. Und somit ist sie jetzt da drinne. Und die macht sich da auch ganz gut. Und falls ihr euch fragt, wo ich den ganzen Stuff meistens hin tue, den ich aus dem Teich hole, auch viele andere Sachen, die hier im Garten zusammenkommen. Das ist dieser riesige Komposthaufen hier. Da werde ich mir noch was einfallen lassen, weil ich hatte vor, das hier auf jeden Fall noch ein bisschen schlauer zu gestalten. Der Plan wird auf jeden Fall sein, dass ich hier von der Erde noch etwas wegtragen werde und ich werde das sehr wahrscheinlich alles dort hinten unterm Baumhaus aufschütten. Und auch die Erde, die hier links an der blauen Hütte ist, die wird da auch noch hinkommen. Und damit werden wir gleich auch so ein bisschen beginnen. Und dann werde ich nämlich von den Steinen die ganzen Platten nehmen, die ganzen dünnen Steine. Ja. Und dort ist, glaube ich, gerade eine Hornisse. Oder was ist das? Weg ist sie. Das ist der Plan. Auf jeden Fall wird da hinten dann auf jeden Fall jetzt die Terrasse hinkommen und das Baumhaus. Es wird vielleicht auch dazu kommen, dass ich das Dach noch ein bisschen vergrößere, dass die Fläche darunter größer ist. Und dann werde ich mit den Steinen, mit den Lego-Steinen, also die nicht flach sind halt, werde ich so Mauern ziehen, dass man da auch so ein bisschen geschützt ist.
Und so ein Kamin wird da auch noch hinkommen. Hier die Blätter muss ich auf jeden Fall auch mal abschneiden, die hier reingehen. Das ist natürlich auch nicht so gut im Sommer, weil dadurch kann der Wasserstand auf jeden Fall stark sinken. Aber wie man jetzt hier auch sehen kann, also da kommt leicht immer so ein Tropfen, ich weiß nicht, ob man das jetzt auf der Kamera sehen kann, aber ein Tropfen kommt da immer so hochgepumpt, weil die Sonne jetzt natürlich gar nicht reicht, wenn die Wolken anscheinend über der Sonne sind. Wasser raus, die habe ich jetzt mal angeschaltet, weil die halt jetzt so schwach ist. Und jetzt kommen die ganzen Blätter wieder hier rüber. Ich wollte eigentlich gerade die Seite wechseln. Uup. Der nächste Schritt wird es erstmal sein, hier das ganze Laub wieder weg. Und dann können wir eigentlich schon anfangen, hier Erde hinzukippen. Ich werde es einfach machen, weil die Erde, die jetzt noch hier ist, die ist so lehmig und fest. Die gerade zu machen, ist auf jeden Fall schwieriger, als wenn ich hier Erde drauf kippe. Erde habe ich sowieso genug und ich will diesen Berg da hinten noch ein bisschen minimieren, damit ich da mehr Platz habe für so einen richtigen Komposthaufen. Aber da muss ich mich sowieso noch sehr informieren. Ich glaube nämlich, ein Komposthaufen muss auch in der Sonne stehen. Oder im besten Falle. Aber das werde ich dann zu den nächsten Folgen hinmachen, dass ich mich da mal ein bisschen reinlese. Und dann bauen wir hier einen richtigen Komposthaufen. Weil auf lange Zeit immer Erde zu kaufen, ist sehr teuer. Und warum nicht seine eigene kompostierte Erde herstellen, wenn man es kann. Das ist der Plan. Mein, so hoch war ja noch nie, der Springbrunnen. Boah, ist bestimmt ein halber Meter. So ist er natürlich auch echt schick. Es müsste jetzt natürlich noch so sein, dass der eigentlich nur knapp unter der Wasseroberfläche rausguckt. Knapp über der Wasseroberfläche, meine ich. Das muss ich noch umstellen auf jeden Fall, aber sonst wahrscheinlich dann eher da in der Mitte. Aber schaut euch das mal an. Wenn da richtig die Sonne raufballert, dann geht das ordentlich ab. Das gefällt mir. Ja, und hier schütte ich einfach die Erde hin. Zack. Dann wird die hier gleich schön verteilt. Und dann das hier schön gerade zu einer Fläche gemacht. Das ist der Plan. Dann haben wir zwei Fliegen mit einer Klatsche. Einmal die ganze Erde da hinten weg. Ja, wahrscheinlich nicht die ganze, aber schon einiges. Können die Steinplatten dorthin machen. Also ich habe hier noch ganz viel Holz. Und damit hätte ich dann vorgehabt, entweder das Baumhaus nach hier zu erweitern, also nur die untere Fläche, und dann hier nochmal so ein Schrägdach zu machen. Oder vielleicht auch nach hier in die Richtung, aber das würde den Baum dann da stören. Wahrscheinlich ist es am sinnvollsten, tatsächlich den nach hinten zu erweitern. Das ist halt jetzt hier auch noch die Frage. Dann könnte man nämlich theoretisch natürlich an dem Baum hier bauen. Da bin ich nicht so ein Fan von. Deswegen haben wir diesen Baum auch eigentlich so auf Stelzen gebaut und nicht an einen Baum. Weil man da mit den Bäumen ja schon sehr schadet. Die Leiter habe ich als Kind gebaut. Das tut mir natürlich auch sehr leid, aber ich weiß auch gar nicht, ob es jetzt schlauer wäre, die wieder abzumachen eher, als sie dran zu lassen. Von den Wunden des Baumes her. Aber ich denke mal, an sich ist es schon echt besser, die abzumachen und dann wahrscheinlich mit irgendeiner so einer Wundensalbe für Bäume gibt es ja wahrscheinlich. So, ja, mache ich weiter Erde hier erstmal hin. Auf jeden Fall kommt hier eine Plattform hin. Egal in welche Richtung das Baumhaus erweitert wird, da muss ich mir auch noch Gedanken machen, in welche Richtung. Die Richtung geht ja sowieso nicht. Wegen des Walnussbaumes. Nach vorne wäre halt ein bisschen blöd. Aber es wäre natürlich trotzdem auch eine Option, so schräg nach hier zu gehen einfach. Dass man hier einfach sagt,
nochmal schräg hier so. Zack, zack. Hier zwei Stelzen, zack. Und dann hier so eine Art Verlängerungsdreieck. Aber bringt dann natürlich auch nicht so viel. Naja, mal schauen, wie wir das machen. Jetzt habe ich hier erstmal ein bisschen Erde hingeschüttet. Jetzt fangen wir erstmal an, hier die Schicht hier mal gerade zu machen. Und dann müssen wir schauen, wie viel wir da noch brauchen überhaupt. So Leute, jetzt habe ich hier nochmal viel Erde bewegt, wie ihr sehen könnt da hinten. Die mache ich jetzt hier auch noch schön zusammen. Ich mache das hier noch schön weg. So Freunde, das war der nächste Schritt, habe ich hier ein bisschen Erde hingekippt. Das heißt, der nächste Schritt wird sein, dass ich hier wirklich alles komplett gerade ziehe. Und dann anfange, die Platten dort drauf zu legen. Und dann je nachdem, wie viele Platten ich dorthin lege, dann halt auch noch Erde einmal drumherum. Den Berg bekommen wir auf jeden Fall noch weg. Ob wir da hinten auch noch was wegbekommen, ist die Frage. Aber vielleicht können wir das ja auch irgendwie hier aufschütten an den Seiten, wenn ich hier Mauern lege, baue. Vielleicht können wir das ja dann so noch an den Seiten aufschütten, dass hier, dass die Steinmauer nicht so die Landschaft zerstört. Und dann würde ich sagen, Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.